Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 weiter mit Kabi Ultra und meiner Wenigkeit. Wollen wir denn das nachher noch ausprobieren, Kabi? Was? Mit dem Zug auf der privaten Welt? Können wir schon machen. Vielleicht finden wir ja noch einen coolen Mod, den wir da noch so. Ja, ich will den mit dem Strom auch noch ausprobieren. Das geht nicht. Das muss ja, in der Map integriert sein, das habe ich dir schon erklärt. Hab ich vergessen. Wo ich das vom Prinzip aber auch scheiße finde, weil du kriegst von einem Feld mehr runter, als was Dünger kostet. Meiner Meinung, Kabi. Du sparst dir nur einen Arbeitsschritt, mehr nicht. Ne? Ja. Und wenn das nämlich gut funktioniert mit dem Mod, dass die Züge immer im Hintergrund rumfahren, dann lasse ich das nämlich an. Auch in der privaten, hier im Let's Play-Welt, ne? Ja. Weil warum dann nicht? Ist dann ja scheißegal. Wieso muss der denn eigentlich schon wieder arbeiten? Ich denke, der hat auch bis zum 6. Ne, was ist das? Ich weiß nicht. Ja, Freitag ist der 6., ne? Ja. Bis dahin. 9. Ja, also. 9. müsste sein. Keine Ahnung. Er hat sich ja, glaube ich, gestern immer wehgetan. Echt? Naja, das gehst du dir irgendwas gelabert. Mal Rohr raus, Jan. Oh, Jan fährt seine Röhrchen aus. Alarm! Alarm! Einmal bitte die Straße räumen. Ich glaube, ich helfe jetzt mal Kabi, Alter. Das lohnt sich gar nicht, hier nebenher zu fahren eigentlich. Ja, Donnerwetter, 2500. Bin schon fertig mit dem Feld hier rum. Naja, ich komme aber und hol dir noch ein Gerät damit weg. Ich stell dir hier mal den Hänger hin, Jan. Ja, hier, wieso da? Stellen sie noch auf andere Seite. Fertig, du sollst mir Bescheid sagen. Ich komme dann und mach dich leer. Also du musst jetzt nicht warten und dies und jenes, sondern. Wir kommen dann und machen dich leer. Dass wir keine Zeit hier verplempern, Junge. Keine Zeit haben wir, keine Zeit. Wo das jetzt vielleicht, wenn das Feld leer hast, haben wir vielleicht gerade 20.000. Na gut, sind ja noch genug Felder. Wahrscheinlich kann man gleich schon wieder Feld 16 schon wieder düngen, ne? Yep. Ah, kommen wir jetzt aber voran, also Feld 8 hat auch schon. Ja. Ja, oder unsynchron. Das kann auch sein. Sind ja jetzt schon die zweite Düngerstufe, ne? Du kannst auch warten, bis die fertig gewachsen ist und dann nochmal draufklatschen. Muss ich die Maschine auffüllen? Ja. Reicht noch. Alter, was für eine Heizerei jetzt hier. Aber irgendwie sind diese, ist dieser Weg hier zu Feld 8 richtig cool. Das muss ich ja auch sagen, auf der Map, die wir privat spielen, mit diesem ganzen Verkehr, der da überall ist, weil die Map ja ganz woanders ist und in der Stadt, also das, der Bauernhof, finde ich das schon ziemlich cool. Yep. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt bei 5 Feldern. Jetzt haben wir 6 Felder, ne? 3, 4, 5, 6, ja, 6 Felder. Dass man jetzt dann gleich weiter ernten kann. Na, nach der nächsten Ernte muss, glaube ich, gepflügt werden. Also dann sind wir soweit. Ja. Ja, was für mich wichtig ist, dass es dann gleich
weitergeht. Also, ja. Weißt du, dass man, dass in dem Sinne der Mähdrescher Fahrer wie Jan, ja, immer mäht. Eine Frau. Ja. Eine Weichline bist du, so. Nein? Okay. Dann bist du unsere Schrubbeline. Vielleicht Schrubbeline. Mit einem dicken Rohr in der Hose. Also eine Transe. Eine Transe-Linse. Alter, wir haben jetzt hier schon mehr runter wie von dem anderen Feldmann. Er hat mich nicht voll gespritzt. Jetzt fährt er da. Weißt du, der will mich doch ärgern. Naja, das merkt man auf jeden Fall, ob du da, wenn da nicht gepflügt ist und dann nur einmal gedüngt ist. Ja. Ja, jetzt schon 5000, also jetzt schon mehr runtergeholt wie von dem anderen Feld. Ich glaube, hier Feld 15 ist kleiner, ne? Ja. Die 8, also. Ist bei dir 14 auch schon fertig, Jan? Ja. Okay. Das ist alles rein, ja, ne? Ja. Wenn man den hier hin. Wo bleibt der Kabi denn? Warum? Ich dünge. Achso, du bist da oben. Ich hab gerade gedacht, warum geht das hier unten nicht weiter? Ja, aber du bist ja oben schon am Düngen und machst doch schon wieder die nächste Spritztour, ne? So spritzi. Eine letzte, das Feld 16 fertig. Jetzt will ich mal gucken hier, was können wir uns denn für eine Erntemaschine holen? Also 176.000 wäre der New Holland. Wenn wir uns den Ferguson holen für 202.000. Ja. Dann bräuchten wir das Schneidewerk. Wäre sinnvoller. Ich habe mir den New Holland. Oh, das haben wir sogar. Das haben wir sogar. Das Ferguson mit 7,6 Meter. Schnittbreite, das hat Jan jetzt schon vor. Aber da kriegte man auch das mit 10 Meter vor, war das nicht so? Ich glaube schon. Das mit 10,7 Meter haben wir nämlich immer vor dem Ferguson gehabt, ne? Das wären nochmal 51.000, also das wären 251.000. Abzüglich das, was wir vom Drescher kriegen. Ja, müsste ich mal gucken, was der Drescher an Reparaturkosten wären. 17.940. Das ist schon eine Ansage. Wie viel? 17.000 kostet jetzt schon die Reparaturkosten. Ach für so, den Drescher. Geht ja. Ich bin doch schon ziemlich happig, wenn ich ganz ehrlich bin. Jan, der haut jetzt aber rein. Oh, Alter, da hat er mir aber hinten einen reingehauen, du. Junge! Jetzt ist er wund, Junge. Oh, was du denn? Ich wollte eigentlich reindrücken für Tempomat, aber hab auf E gedrückt. Okay. Wieso, weiß ich auch nicht. Was hält er manchmal? Ja, ist halt normal, ne? Aber die Tasten umgesetzt, weißt du? E ist neben 3. Wir haben genau 20 Uhr. Ja. Lichtende. Bewegt sich auch nicht weiter. Doch jetzt. Aber ich weiß gar nicht, wie ich bis 3.30 Uhr durchhalten soll am 5. Schlafen gehen und sich einen Wecker stellen. Boah, nee. Was willst du um 3.30 Uhr? Nvidia-Konferenz gucken und AMD-Konferenz. Und Arti. Ey, Alter. Will ich nicht für hochstehen. Ja, was geil ist, wenn Uhr sie dann 30. Nur. Was geil ist, wenn sie dann nur 10 Minuten reden und dann war's das. Ja. Deswegen, ja. Ist ja nicht so schön, da kann man ja über schlafen gehen. Ja, ist ja, das klar. Sagst du so leicht. Wollte ich gerade sagen, voll aufgedreht, Alter. Boah, was sagen sie?
Ja, genau. Das war alles und zu Ende. Ein Rülpser, alle gehen raus. Herzlich willkommen zu der ATI-Konferenz. Das war's. Tschüss, bis morgen. Tschüss, ne? Restige News bekommt ihr morgen um 3.30 Uhr. Am nächsten Tag dann, ja, haben wir verschoben. Morgen um 4 Uhr. Grafikkarte leider noch nicht fertig entwickelt. Naja, nichts Neues bei den ganzen Idioten zurzeit. Oh, das wär's ja, ne? Man startet morgen. Also, wir wollten eigentlich heute was starten, aber Karte ist noch nicht fertig, ne? Also, wir wünschen eine gute Nacht, ne? Ja, was ich einfach Hammer finde, ist zum Beispiel, jetzt mal ganz was anderes, ist das mit Valve, Alter, dass die sich keinmal dazu gestatement haben. Bei Steam einer der größten Retweets. Serverausfall gewesen, 24 Stunden lang, und Valve hat sich überhaupt gar nicht dazu geäußert und die Leute drehen völlig ab, Alter. Aber das war ja genauso, wo Steam down war so lange, den Abend. Nö. Hat sich ja auch kein Mensch zu geäußert, ne? Kein Mensch, du hast nichts gefunden. Also das ist, keine Ahnung, also... Keine Ahnung, also manchmal frage ich mich auch, die denken auch, ja, die Leute geben doch eh Geld aus. Ja, irgendwann sind aber die Leute auch satt und dann haben sie keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße. Also meiner Meinung nach, oder nicht, Kabi? Na doch. Gerade war es ja auch, dass wir auch nicht LS spielen konnten. Richtig. Boah, Alter, 7K immer. Beam, beam. Aber gleich runter, Junge, da geht's ab. Ja. Runter ist immer leichter wie hoch. Runter, hoch, runter, hoch. Alter, das rein, raus, rein, raus, rein, raus. Was war rein das raus, denn? Rein, raus, stecken geblieben. Alter, da war voll der Huckel. Ich hab voll abgehoben, Alter. Rein, raus, rein, raus. Mickey Maus, du geile Sau. Bist du nicht auf Mickey Maus? Nein. Oh, ich finde die voll geil, Alter, mit seinen riesen Ohren immer so dran rumknabbern. Nee, ja, mit dem Mickey-Maus am Ende einer Folge. Ah, ist für mich der beste Porno for life. Kolmer oder was? Was? Kolmer oder was? Kolmer steht auf Tiersex. Ekelhaft. Ekelhaft! Da braucht er jetzt ja nicht mehr. Hat er jetzt auch eine. Was, ein Auspuffrohr? Eigenes Nutzobjekt. Ich kenne andere, die haben nur einen Sessel. Und sagen, sie schlafen nicht. Den kenne ich auch, glaube ich. Den kenne ich auch. Kenne ich auch! kenne ich auch. Gut, das habe ich auch früher mal gehabt. Da habe ich mir einen Schreibtischstuhl rausgeschmissen, da mir so einen Sessel geholt. Da konntest du dann die Füße hochklappen, habe mir ein Brett drüber gelegt für Tastatur und Maus und fertig. Habe ich gedacht, Gott, voll gemütlich. Ja, das ist zwar gemütlich, aber du kannst niemals so richtig zocken, als wenn du waagerecht richtig vorm Rechner sitzt. Also, ja, das war genauso den... Vorgestern haben wir auch Rainbow Six Siege gespielt. Ja. Ja, auf jeden Fall den einen Abend, da habe ich mit Füßen auf dem Schreibtisch gespielt. Geht nicht. Klar. Tastatur und Maus nach ganz links geschoben zu mir, nach ganz rechts, Füße oben auf dem Schreibtisch, linke Seite. Und gib ihn. Hab ich heute mal mit Controller. Was? Natürlich nicht. Mein Sohnemann und so, die gehen da drinnen voll ab, aber ich nicht. Ich da voll die Pimpernellen bei, Alter. Alter, das war dunkel, wo wir angefangen sind zu spielen. Jetzt schon wieder dunkel. Ja. Haben wir jetzt 3 Folgen? Ja, aber sind wir schon wieder bei 4? Weiß ich nicht. Ja, die Ernte muss rein. Und guck mal, das ist... Naja, 12.000 haben wir bis jetzt drin von 2 Feldern. Ist echt nicht viel, ne, was du runterholst. Nein, Raps kriegst du gar nicht viel. Ja, in Weizen wäre ich schon ein paar Mal losgefahren, Alter, und hätte die Scheiße weggebracht. 50.000, oder wie viel haben wir denn jetzt? Was?
Wie kriegen wir ihn zusammen? Keine Ahnung. Also wir haben bis jetzt, ich glaube, ich habe, was habe ich im Bahnhof reingekippt? Keine Ahnung. 17.000 oder was habe ich im Bahnhof reingekippt? 80.000. Kriegen wir locker. Wie viel? 50.000. Ja, aber also was ist das? Das sind dann 50.000, haben wir 140.000. So in etwa, ja. Das ist weniger, als wenn wir Weiz oder Gerste machen, eindeutig. Also ist Raps eindeutig absolut das Minusgeschäft. Meines Erachtens. Ich bringe jetzt den weg. Kriegst du jetzt 1081. Voll im Keller die Preise. Ja, noch sind wir ja auch nicht fertig, ne? Nö. Aber trotzdem, das ist trotzdem nicht viel, also. Ja, gut, ein paar Felder sind es ja noch, ne? Riddick! Ja, 70 bleibt. Ach, 70 ist wieder im zweiten Hänger wahrscheinlich. Die haben was reingespritzt, hatte Überschuss. Ja. Wir haben jetzt 34.618 Raps. Oh, hier sind sogar noch 16.853 Weizen drin im Lager. Beim Bahnhof. Auch nicht schlecht, ne? Schade, dass das nicht angezeigt wird. Ja. Ich find's auch schade, dass... Oh, ja, okay, alles klar. Alles Watcher, Bombaccio. Doch, das müsste ja dann gehen mit einem Überladewagen in dem Sinn. Gibt's aber wahrscheinlich auch schon Mod für Jan, Kabi. Wir hatten früher auch so eine Tabelle, so eine andere, auf dem gemoddeten Server, wo wir früher gespielt haben. Da konnte man dann irgendeine Taste drücken, ja, ne? Und dann sind die ganzen anderen Lagerplätze aufgegangen. So eine grüne Tabelle, da müsste man auch mal gucken, ob wir die nicht finden irgendwo. Aber wir sagen schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss! Tschüss.